Pausen, kommen wir zu meiner Freundin. Herzlich willkommen zur neuen Episode von Back to the Roots. In der heutigen Episode möchte ich meine eigene Anzuchterde herstellen. Die Anleitung habe ich aus dem Internet herausgefunden. Mal aus dem Grund, weil halt Anzuchterde doch aus dem Baumarkt oder aus dem Geschäft doch recht teuer ist. Und ich weiß halt oftmals nicht, was da halt drin ist. Deswegen möchte ich meine eigene Anzuchterde herstellen. Und mal folgendermaßen, nämlich halt zum Beispiel ein Drittel Gartenerde nehme. Dann ein Drittel fertigen Kompost oder Humus. Und ein bisschen Urgesteinsmehl, also vielleicht auch zwei Drittel Pflanzenerde. Je nachdem, da mische ich einfach mal durch und probiere es einfach mal aus. Im Internet wird oft beschrieben, dass man halt die Erde dann auf ein Blech zum Beispiel legt und dann in den Backofen 120 Grad zum Beispiel erhitzt, damit halt alle Mikroben und Bakterien absterben. Aber das ist halt für mich nicht Sinn der Sache, weil natürlich auch ich damit sowohl die guten Bakterien als auch die schlechten Bakterien töten, und ich möchte halt gute Bakterien haben. Ich begieße ja auch meine Pflanze mit effektiven Mikroorganismen, und ich bin auch der Meinung, dass vielleicht die Pflanze dann auch so widerstandsfähiger ist und ist halt ein Geübter mit dem Umgang von verschiedenen Krankheiten, wie es halt bei dem Mensch der Fall ist. Genau, und den ersten Schritt, den ich jetzt machen werde, ist halt die Erde mit diesem ganz normalen Sieb hier ein bisschen durchzusieben, nennt man das, damit halt diese Krümel und die Pflanzenreste entfernt werden. Anzuchterde, wie ihr gerade gesehen habt, in die Schale reingetan. Ist ein bisschen gräulich geworden wegen dem ganzen Urgesteinsmehl. Aber wie gesagt, einfach mal probieren, geht über studieren. Ich habe das jetzt mal so probiert, mal schauen, ob die Pflanzen wachsen oder nicht. Ich werde auch jetzt mal, vielleicht mal ohne Durchsieben, mal einfach die Erde verwenden und mal schauen, welche Erfahrungen ich damit mache. Wie gesagt, im Internet steht viel, man muss einfach seine eigenen Erfahrungen machen. In diesem Sinne, spasiba za prosmotre. Und wir sehen uns in der nächsten Episode von Back to the Roots. Bis dahin. Ciao.